Damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde Clash Royale. Im Hintergrund, ihr seht schon, wir haben ein kleines Chest Opening vorbereitet hier auf dem zweiten Account. Links unten die Magietruhe, drei Silberkisten, dann noch die Gratistruhen dazu. Denkt, das ist ganz cool für einen zweiten Account, ohne Gems einzusetzen. Trotzdem jetzt mal schön noch ein paar Truhen aufmachen. Wird direkt mal anfangen mit den Gratistruhen. So, erstmal ein bisschen Gold, das ist vielleicht später ganz wichtig, wenn wir was upgraden wollen. Ein paar Juwelen, Skelette und den Riese, sehr gut. Also gerade am Anfang ist ja egal, was man bekommt, eigentlich ziemlich gut, weil man relativ schnell das Ganze upgraden kann. Und Bogenschützen, Pfeile und sehr gut, die Musketierin, die habe ich auch in meinem Deck drin. Sind wir schon direkt bei den Silbertruhen. Bisschen Gold, paar Skelette. Lakaien, sehr gut. Nochmal die Lakaien, dann können wir die schon wieder upgraden. Sehr gut, da haben wir doch die Lakaien schon in unser erstes Upgrade drin. Die letzte Silbertruhe, bevor wir dann zum Magical Chest kommen. Da bin ich besonders aufgeregt. So, dann ist es schon soweit. Die Magical Chest. Puh. Hoffentlich der Prinz. Oder Ballon wäre auch noch zufriedenstellend, aber ich würde mir den Brims wünschen. So, Skelette können wir auch upgraden. Die Valkyrie neu freigeschaltet, auch schon mal nicht schlecht. Der Bomb Tower können wir auf ein höheres Level bringen. Bogenschützen, sehr gut. Musketierin, klasse. Jetzt der Prinz hoffentlich, der Prinz. Und es ist die Skelettarmee. Zweimal. Und es zum dritten Mal, das ist. Krass, wir kriegen nichts anderes als Skelett Army. Also ich bin jetzt hier auf Level 4 und habe jetzt schon Skelett Army auf Level 2 und nochmal zweimal gekriegt, also insgesamt viermal die Skeletten Army. Und leider keine andere epische Karte außer den Lightning Spell hier. Also, ja, ich kann mich nicht wirklich freuen, weil zweimal die Skeletten Army mehr bringt mir jetzt erstmal nichts. Und ja, wir scrollen mal die Sachen ab, wo wir jetzt upgraden können. Bomber können wir hoch machen, die Musketierin können wir schön hoch machen, das ist sehr gut. Ist auf Level 3 noch um einiges effektiver. Was haben wir hier unten? Oh, jetzt müssen wir mal kurz auf unsere Münzen achten. Dürfte alles noch klappen. Die Lakaien auf 4 werden schon einiges stärker. Die Skelette. Und die Bogenschützen kosten 150, das ist ziemlich teuer. Dann machen wir das doch trotzdem mal. Auf 5 finde ich schon mal um einiges besser. 16 Trefferpunkte, 4 bzw. 5 Schaden mehr. Top, dann sieht doch das Team hier schon, das Deck ganz schön gut aus. Könnten wir überlegen, ob man jetzt noch den Lakai noch dazu macht. Auch den Bombentower können wir auch upgraden. Das machen wir natürlich auch. Genau, ich bin jetzt nicht der Freund von Verteidigungsgebäuden. Trotzdem, wenn man upgraden kann, können wir das natürlich tun, wenn wir das Geld haben. Jetzt hier oben der Knight, wer es verfolgt hat in meiner Serie, Knights Rage to the Top. Ja, wir dürfen ihn nur jeweils upgraden, so hoch wie wir Arena sind. Heißt, in Arena 1 bleibt er auf 2. Da wir aber jetzt schon Arena 2 sind, dürfen wir nur um 1 upgraden, was ich jetzt auch tun werde. So, dass wir jetzt auf Level 3 den Knight haben. Aber weiter dürfen wir ihn erstmal nicht upgraden. Erst wenn wir hier auf Arena 3 vorstoßen, was bei 800 Pokal der Fall sein wird, also noch gut 100 Pokale übrig sind, ja, dürfen wir den Knight weiter upgraden und er muss weiterhin in unserem Deck bleiben. Ist eine kleine Schwächung, aber inzwischen auf 3 nicht mehr ganz so schlecht. Gut, ich würde sagen, ich schließe damit unser kleines Chest-Opening. Die Kronentruhe, die würde ich zukünftig im nächsten Video öffnen, wenn ich ein paar Battles gespielt habe. Und die 10 Kronen dann voll gemacht habt, dann sehen wir uns demnächst wieder, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.